Was sind so über die Woche gewesen? Wie habt ihr die erlebt? Kamen bei euch noch Fragen an? Was hat der MOOC in euch gemacht? Seid ihr auf neue Gedanken gekommen? Fange ich mal an, Nils, okay? Also erstmal haben wir einiges an positives Feedback bekommen, sowohl während der Session schon, aber jetzt auch direkte Ansprachen habe ich bekommen und über LinkedIn auch einige sehr, sehr schöne Beiträge. Fand ich sehr schön. Ich war erstaunt, wie groß das Interesse ist an beiden Themen. Und weil sie ja doch so ein bisschen von den anderen Themen so glatt GenAI und KI erstmal so ein bisschen weggehen. Wir haben ja beides mal eher das Verfahren besprochen. Und das fand ich so ganz positiv. Hab das auch nochmal zu uns reingespiegelt. Und wie es für jeden guten Dozenten ist, wenn man sich selber mal reden hört, weiß man auch, was man da eigentlich tut. Also für mich hat diesen Montag das auch nochmal gebracht, dass ich so selber über meine in der Vorbereitung, aber auch während ich mir da so zugehört habe, jetzt auch einfach nochmal reflektieren konnte. Das ist ja immer so ganz spannend, wenn man da das nochmal konzentriert zusammenfasst. Also insofern, ich fand es sehr positiv und ja, und bei uns geht das Thema hier weiter. Und mit Nils zusammen auf dem Dienstag, wir haben beide nochmal so einen kleinen Flashback bekommen, sagen, ach, eigentlich war Best Work schon eine ganz tolle Zeit. Man vergisst in solchen Momenten immer die Schmerzen, die es da gab. Also da war schon viel drunter und drüber auch. Aber eigentlich, als Nils da das Konzept nochmal vorgestellt hat, fand ich, ja, da haben wir, glaube ich, schon was Tolles geleistet. Und das hat richtig Spaß gemacht. Und ich finde, wir haben was sehr Fundiertes gemacht. Und das war ja auch euer Feedback. Nils, Nostalgisches entschuldige. Gefühl gehabt. Ja, Nils. Ja. Ja, genau. Also fand ich auch einerseits toll, die Gelegenheit dann zu haben, nochmal drüber zu sprechen. Das hatte ja zwei Aspekte. Das eine, überhaupt hybride Arbeit, da haben wir ja auch noch ein bisschen diskutiert drüber. Habe ich auch nochmal Feedback bekommen, aber auch das Format, unabhängig jetzt von hybrider Arbeit, was ich denke auch sehr tragfähig ist, um skaliert irgendwo in Unternehmen etwas zu tun, weil Skalierung hat ja immer was damit zu tun. Was kann ich zentral leisten? Was muss ich aber einfach schon aus Aufwandsgründen in die Dezentralität geben und mit dem netten Nebeneffekt, dass es ja vielleicht dann auch die Leute auch wirklich auch noch viel besser machen und viel qualitativ hochwertiger ist, was dann dabei rauskommt, weil sie es halt eben selber machen. Also ich finde, da kommen so zwei Sachen so zusammen, aus zwei Gesichtspunkten. Das finde ich, das kann man halt auch ganz gut auf KI übertragen oder natürlich auch auf andere Themen. Aber das ist ja jetzt gerade unser Thema auch gewesen und ist es noch in der nächsten Zeit, wie kriegen wir denn solche Themen wie KI in der Unternehmung skaliert? Dass viele sich damit beschäftigen, selber Schlüsse ziehen und dann als Teams vielleicht auch dazu kommen, da irgendwie was mitzumachen und produktiver zu werden. Und also deswegen fand ich die beiden Aspekte sehr, sehr spannend und auch das Konzept von Best Work im Sinne von hybrider Arbeit ist echt eigentlich auch wirklich vorreitend. In Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich so viele Return-to-Office-Bewegungen jetzt gerade wieder bei vielen Unternehmen sehe, das finde ich auch wirklich toll. Und da habe ich jetzt auch viel. Wie Joachim auch sagt, habe ich auch persönlich viel Feedback bekommen, auch auf LinkedIn. Ja, vielen Dank auch dafür, falls hier Menschen hier sind, die dabei sind. Aber wir können jetzt gerne auch da weiter noch drüber sprechen, über Fragen. Genau, also wenn bei euch irgendwie Fragen übrig geblieben sind an die beiden, dann hätte ich gesagt, einfach die Hand heben oder Mikrofon aufmachen. Wir haben genug Zeit. Marianne. Ja, mit den Fragen heben bin ich immer schnell. Ich habe auch so eine ganz basic Frage. Ihr habt ja bei ENBW die Notwendigkeit, euch sozusagen da auch abzuschotten, eure Daten zu schützen. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, wo sozusagen für die Prompts dann die Daten herkommen. Also die kommen ja aus eurem Pool quasi. Aber so wie ihr es beschrieben habt, habt ihr das auch ganz stark eingeschränkt, dass sozusagen nicht sämtliche Info aus allen Kanälen abgesaugt wird, dass Dateien nicht angefasst werden dürfen. Und dann denke ich mir, ja, was bleibt denn da übrig und wie genau? Also wo kommen die Daten her? Also wie grenzt ihr das ab? Also, das gehört beim Tim weiß, doch Tim benutzt ja auch,
geht ja über die Microsoft-Schnittstelle raus, über die API an das ChatGPT. Das gehört zum Systemmodell von Microsoft mit dazu. Also unsere Daten gehen nicht ins Internet, sondern die LLM, die wir benutzen, liegt bei uns im Tenant drin. Das ist das Sprachmodell und das KI-Gezaubere liegt auch bei uns. Und wenn wir dort eine Frage stellen, dann wandert nichts nach draußen, sondern das findet komplett bei uns intern statt. Das hat auch zur Folge natürlich, dass unsere LLM erstmal nicht weiter lernt, sondern Microsoft muss da immer wieder dafür sorgen, dass da das Neueste eingespielt wird. Wird es wahrscheinlich auch machen. Aber intern entwickelt sich unsere KI weiter, aber es geht eben nicht nach außen, sondern es bleibt alles komplett bei uns drin. Es werden keine Daten ins Internet geladen, es werden keine Anfragen ins Internet geladen, sondern das Internet ist blöd, aber also ins freie Internet, sondern die bleiben im Microsoft-Tenant drin. Und das gehört zu dem Grundkonzept von Microsoft auch mit dazu, dass unsere Daten geschützt werden und nicht für die Weiterentwicklung ihrer Sprachmodelle verwendet wird. Ja, ich glaube, ich habe mich missverständlich ausgedrückt, weil es geht genau umgekehrt. Also woher kommen denn dann die Daten? Also wenn man da einen Prompt eingibt, wenn ich das bei ChatGPT mache, die haben ihre Datensätze eingespeist und da kann ich sozusagen auf das Wissen der Welt zugreifen. Und wie kann man jetzt auf das Wissen zugreifen? Ich habe das so verstanden, dass ihr auch euer internes Unternehmenswissen untereinander teilt mit auf dieser Lernplattform. Und deswegen die Frage, ne? Also ist das Wissen, was ich zum Beispiel, wenn ich das öffentliche ChatGPT nutze, steht das euren Mitarbeitern auch zur Verfügung? Und wie steht das interne Wissen zur Verfügung? Wo ist da die Grenze? Ne? Also nicht, dass vertrauliche Datensätze sozusagen abgezogen werden. Das ist ja das Heikle. Also mir geht es um das Letztere. Genau. Ja. Also zum Ersten, untechnisch gesprochen, ich kann es auch nicht ganz genau erklären, vielleicht wahrscheinlich besser. Also das, was ChatGPT im Freien macht, haben wir bei uns im geschützten Raum genauso zur Verfügung. Das heißt, wir können auch auf das Weltwissen drauf zugreifen. Mhm. Es gibt auch noch einen Schalter, wenn man mit Copilot arbeiten, suche bitte nur bei uns intern oder geh ins Web und dann wird die Anfrage, also mit Informationen von außen bearbeitet und bei Arbeit nur von innen. Für die internen Quellen, da sind wir tatsächlich gerade so ein bisschen dran, uns auch damit zu beschäftigen. Also wie nutzen wir unsere SharePoints? Ich kann bereits jetzt schon auf Dokumente zugreifen, die bei uns im SharePoint liegen und die werden dann dort auch verarbeitet. Aber da sind wir tatsächlich noch ein bisschen blank in der Art und Weise, wie wir diese Quellen aufbereiten. Ich habe berichtet davon, dass wir den Berechtigungshelden machen. Also wir müssen noch mal über die Datenstrukturen, über die Zugriffsrechte und so weiter sprechen. Und aber genau, wir werden eigene Datenquellen, zum Beispiel ein Verzeichnis mit irgendwelchen, was weiß ich, Ingenieurplänen, werden wir nutzbar machen in Zukunft. Mhm. Ja, gut, danke. Also ihr seid da, jetzt habe ich es verstanden, ihr seid da noch schon noch auch am Anfang. Also sage ich jetzt mal so, weil das hat ja einen Rattenschwanz an Aufwand hinten dran, das genau so zu gestalten. Okay. Also wir haben bei uns bereits KI-Kollegen in anderen Bereichen, die genau auf solche dedizierten Datenquellen zugreifen. Das nutzen wir auch schon, auch für bestehende Services schon. Also ich weiß, bei unser Bestellsystem, was bei uns auch ist, die haben ein eigenes KI-Modell bei sich eingepflanzt. Das ist aber nur fürs Bestellwesen mit dem Fachwissen aus diesem Bestellwesen. Und solche Sachen nutzen wir bereits. Was wir machen, und das ist bei uns allen drei, also bei mir, Nils und bei Tim, wir stellen grundsätzlich sehr generische Sachen für alle Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Also keine Spezialanwendungen. Aber auch dort werden wir uns über Datenquellen austauschen, informieren und diese auch weiterentwickeln. Das wird eine große Aufgabe für uns werden, da gut zu werden, sehr gut zu werden. Danke. Ich hatte mal die Hand gehoben. Also falls es interessiert, könnte ich mal ein Bild zeigen, wie das funktioniert mit den lokalen Daten und den Sprachmodellen. Aber nur, wenn es euch nicht... Ja, genau. Ist das das Microsoft-Bild, was du da hast? Das ist das Microsoft-Bild. Ja, genau. Also,
Wenn ihr quasi, das ist hier durchnummeriert, ne, ist natürlich nicht ganz exakt technisch, das ist viel komplexer, aber wenn ihr den Copilot nutzt in den Microsoft 365 Apps, gibt es hier so eine Entscheiderinstanz, die entscheidet, was passiert mit eurem User Prompt. Ne, und da kann es sein, wenn ein Bild mit DALL-E 3 generiert wird, geht es direkt durch ans Sprachmodell und läuft dann quasi in einem der Azure-Rechenzentren weltweit in dem Rechenzentrum, weil OpenAI läuft auch komplett in den Azure-Rechenzentren. Also es läuft dann schon nicht im Internet quasi extern, aber es läuft auf der gleichen Hardware sozusagen, wie wenn ihr in ChatGPT was eingebt. Wenn diese Entscheidungsschicht hier sagt, ihr wollt was wissen über ein Dokument oder eine E-Mail, alle Daten, die ihr in Microsoft 365 habt, sind in einem sogenannten Microsoft Graph gespeichert, eine Graph-Datenbank oder Vektordatenbank. Da ist jeder Abschnitt in einem OneNote, jede Überschrift in einem Word-Dokument ist da drin und die weiß sozusagen, zu welchem Dokument sie gehört. Und vor allen Dingen wichtig, das Schlosssymbol hier unten, die weiß, ob du darauf Zugriff hast. Also der Graph, du als Marianne Windelband oder wer auch immer, kann auf den Graph nur auf Dinge zugreifen, wo man eine Berechtigung hat. Das funktioniert genauso wie die Suche. Wenn man nicht suchen kann, dann kann ich da mit dem Copilot auch nichts machen. Ne? Und so kann ich zum Beispiel sagen, jetzt kommt nächsten Monat kommt der Copilot in OneDrive. Wenn ich da einen Ordner habe, da habe ich alle Studien-PDFs gesammelt, kann ich dem Copilot sagen, hier, gib mir mal eine Übersicht der neuen Themen in allen Studien, die aus 2023 oder 2024 kommen, formatiere die als Liste und schreibe die in mein OneNote. Ne? Und so spielen quasi dann das, was im externen Sprachmodell ist und das, was im Graph gespeichert ist, zusammen. Ne? Und hier unten steht ganz klein, weiß nicht, ob man das lesen kann, Customer Microsoft 365 Tenant, also das ist quasi der Mandant, wo dann im ENBW-Fall halt die ENBW-Daten drin liegen. So grob zur Orientierung. Genau. Also wir gehen mal davon aus, dass das System von Microsoft da sehr sicher ist. Also, so wie wir jetzt mit SharePoint auch arbeiten, so wie wir jetzt mit Teams arbeiten, dass da Microsoft alles Mögliche dafür tut, dass unsere Daten nicht im freien Internet landen. Weil wenn das passieren würde, ist das Thema Copilot für Microsoft erstmal durchgebrannt. So. Also wir vertrauen ihnen nicht blind, aber ist jetzt nicht der unehrenhafteste Partner in dem Bereich Sicherheit bei uns. Weitere Fragen? Ich hätte noch mal so... Achso, Alexa. Ja, ich... Ich habe eine Frage, die so mit meinem Spezialthema zu tun hat, und wenn ihr die aber im Laufe der Woche schon beantwortet habt, dann sagt es mir, dann schaue ich nach oder so. Ich bin einfach noch nicht dazu gekommen, alles auszuwerten. Ich gehe nun mal jetzt weg von der KI zurück zu euren asynchronen Workshops. Nils, vor allem die Frage. Und ich bin vielfältig unterwegs. Ich lese auch Literatur zum Organisationslernen und solche Dinge. Und da fällt mir etwas auf und deswegen die Frage an euch. Also auffallen tut mir, dass quasi Organisationslernen skizziert wird, systemtheoretisch, zwischen der Organisation und den einzelnen Mitgliedern. Also das ist immer so ein Verhältnis. Da sind die Einzelnen, die Individuen und da ist die Organisation. Gruppen und Teams, wie sie im normalen Kontext vorkommen, gibt es da nicht. Außer als irgendwie Umgebungsvariable, ja, ich sag's mal so. Aber im Sinne von, die sind notwendig, um eigene Positionen bilden zu können, um eine eigene Definition der Bedeutung eines Themas, eines Wissenskorpus zu erarbeiten, kommen die nicht vor. Das ist spannend. Und ich habe euch so verstanden, und da würde ich nur mal die Frage anschließen, ob ihr das bewusst so konstruiert habt oder ob das quasi eine Überlegung war, die einfach mit eingeflossen ist, dass ihr eure asynchronen Workshops bewusst auf die Gruppen und Teams bezogen habt, die schon länger zusammenarbeiten. Also wo man sagen könnte, das sind gruppendynamische Gruppen, weil das ist was anderes wie einfach eine zusammengestellte Working-out-Loud-Zirkel oder sowas, ja, wo die Leute sich zufällig treffen.
Und das würde mich nochmal interessieren, ob das bei euren Überlegungen eine Rolle gespielt hat und ob die positiven Erfahrungen genau darauf zurückzuführen sein könnten, weil es gibt wenig Literatur dazu. So, ein bisschen Ja. ausführlich die Frage, aber ich hoffe, ich konnte klar machen, um was mir geht dabei. Total, weil ich habe da auch länger drüber nachgedacht und wundere mich auch immer wieder, dass es im Lernkontext, auch aus meiner Wahrnehmung, aber eben hier sind ja ganz viele Leute aus dieser Ecke, würde mich auch von allen anderen interessieren, für so Teams, also für Teams, die zusammenarbeiten, gar nicht so viel existiert oder ja, gar nicht so viel existiert, genauso wie du das jetzt auch gerade beschreibst im organisationellen Lernen. Jetzt muss man ja sehen, bei dieser asynchronen Workshop-Reise standen ja die Teams im Vordergrund. Von daher sei es so, wir haben es uns nicht ausgesucht oder darüber nachgedacht, ob man die auch anders zusammensetzt, weil genau diese Teams sollten ja herausfinden, wie sie besser zusammenarbeiten und was sie dafür brauchen an auch Unterstützungsangeboten, jetzt mal vereinfacht gesagt, Enablings oder Informationen. Und von daher war das natürlich eigentlich der Grund, warum man das überhaupt gemacht hat. Wie könnt ihr als Team besser zusammenarbeiten und was wollt ihr euch auch für selber für Regeln auferlegen? Und dadurch unterscheidet sich das natürlich massiv von jetzt mal einfach Gruppen, die man in Kohorten oder in anderen Lerngruppen, wie auch immer, also in welcher Ansatz auch immer, dann zusammenwürfelt. Und das war ja bei Design oder bei Anforderungen schon so. Ich finde aber, also ne, von daher haben wir es uns nicht überlegt, ob so oder so, sondern das war überhaupt schon der Ausgangspunkt. Ich finde aber auch grundsätzlich interessant, dass es aus meiner Sicht auch so wenig gibt, wo die Teams, die zusammenarbeiten, als eine Art von Lern- und Weiterentwicklungsgruppe adressiert werden. Ich finde aber, das ist ein ganz großes Feld, wo ich mich auch gerade beim asynchronen Arbeiten und asynchrone Zusammenarbeit, wenn wir das weiter beibringen wollen, dann kann man sich ja entscheiden, steckt man jetzt jeden Einzelnen in eine Lerngruppe, damit sie irgendwie andere Arten zusammenzuarbeiten einüben. Dann würde ich aber auch immer sagen, ja, ist ja toll, wenn du das mit einer Lerngruppe, mit irgendwelchen Leuten zusammen machst. Du musst es ja mit deinem Team machen. Also alle im Team müssten ja eigentlich gleichzeitig lernen, wie sie miteinander besser zusammenarbeiten. Also sprich, macht es ja hochgradig Sinn, dass man das Team dann auch zusammen als Lerngruppe betrachtet und sie bei so einer Lernreise begleitet. Und das sehe ich auch, also das ist auch mein Kernfokus, wo ich jetzt auch viel mehr machen will, dass man solche Teams begleitet. Aber würde mich auch tatsächlich von dir, Alexander, interessieren, was du dazu sagst oder auch alle anderen, welche Formate es da gibt, dass man wirklich dieses Team, was zusammenarbeitet, auch in den Fokus setzt. Ja, Alexander. Soll ich gleich was? Ja, sehr gerne. Gerne. Es gibt nicht viele Formate, also da bin ich der gleichen Meinung wie du, beziehungsweise da findet man auch wenig. Und aus meiner Sicht hat das durchaus auch System, weil das hat mit einer, sagen wir mal, Weichenstellung zu tun, die weit zurückreicht, einer gesellschaftlichen Weichenstellung, alles vom Individuum aus zu konstruieren. Und das Ja. spiegelt sich hier wieder in vielerlei Hinsicht. Und das macht es zum Problem. Und was ich quasi, wo ich herkomme, also aus der Betrachtung, da geht es um Kollaboration, also um tatsächliche Zusammenarbeit, nicht um Zusammenmischen, jeder macht sein Ding und irgendwann kommt am Ende was raus, sondern Genau. wirklich voneinander in Abhängigkeit etwas zu machen. Ja? Also nicht jeder für sich. Das ist ein Thema, das lässt sich so nicht greifen, also oder schwer greifen, also psychologisch schon gleich gar nicht, weil du das nicht auf die Einzelnen zurückführen kannst alleine. Und im Gruppenkontext ist es wahrscheinlich ähnlich wie der Gruppendynamik gegangen, die kommt irgendwie nicht mehr vor. Also ich verstehe es gar nicht, aber es ist ein Feld, wo ich glaube, da gibt es erheblichen Entdeckungsfundus, also viele Möglichkeiten. Und deswegen fand ich das so spannend, wie ihr es aufbereitet habt, weil ich glaube, das ist der Schlüssel ein Stück weit für insbesondere auch die agilen Organisationen, weil die ja auf die Projekte und Teams direkt zugehen, beziehungsweise die Verantwortlichkeiten ja wieder aus der Hierarchie raus verlagern, zurückverlagern in die Gruppen und Teams und nicht an Einzelne. Das ist mir das ganz Wichtige dabei.
Ja, also wo du das gerade ansprichst, ich finde auch im agilen Kontext sieht man, dass das Team eine viel größere, also sowieso in der Wertschöpfung die richtige Rolle spielt, aber auch von dem Fokus her, dass man da Scrum Master hat, Agile Coaches, also Teambegleiter im weitesten Sinne, die dafür dabei helfen sollen, dass das Team besser, letztlich bessere Produktivität schafft. Da spielt das eine große Rolle, aber in der, ja, in der klassischen Lernumgebung sehe ich das auch, oder im klassischen Lernen gibt es das nicht so oft, und da kann man eigentlich noch viel mit, ja, mit mehr machen. Und es gibt ein paar Ansätze, die das auch schon erfolgreich tun. Ich kann auch gerne mal hier ein paar Links in den Chat reinpacken, also auch von mir, aber auch von einem Partner, den ich habe, der gerade diese Teams als Fokus gesetzt hat. Aber wenn ihr da auch mehr habt, also gerne auch auf LinkedIn kontaktieren, weil das ist genau mein Thema, wo ich mich viel mehr mit beschäftige. Also auch Alexander, mit dir, aber auch allen anderen, die jetzt gerade zuhören, dass wir uns da mehr mit austauschen, auch ausprobieren. Fände ich cool, ja. Joachim. Aber das, also, das ist das Lerntheoretische jetzt, aber wo wir auch sehr viele Diskussionen dazu hatten, ob wir das tatsächlich auf Gruppenbasis machen können, dass wir sie selbstständig lernen, selbstständig entwickeln lassen dürfen. Also da gab es einige Führungskräfte, die gesagt haben, und einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gesagt, hatten wir noch nie, gibt es nicht, kommt nicht rein. Also ich denke, wir haben da ganz gut gezeigt, dass das möglich ist auf der Ebene. Nicht zu 100%. Es gibt immer welche, die da kreativ mit umgehen. Manche sind sehr tief eingestiegen. Aber ich glaube, es hat ein bisschen Vorlauf gebraucht. Das hat sehr, sehr viel Diskussionsebene wirklich auf oberster Ebene bedeutet, auf Vorstandsebene, dass wir überhaupt so vorgehen dürfen. Und das wurde auch im Rahmen von mehreren Vorstands Messages, also die sie rausgegeben haben, Botschaften, das war das Wort, nicht Nachrichten, sondern Botschaften. Das ist in Ordnung, so wie wir vorgehen. Und ihr als Team seid stark. Das hat dann sicherlich auch nochmal eine Rolle gespielt, dass das Freibrief war oder ein Türöffner war für viele, sich darauf überhaupt einzulassen. Und ich würde auch gerne noch ergänzen, weil das habe ich in dem Vortrag gar nicht gemacht, aber das war echt auch ein Schweineaufwand teilweise. Wir haben ja sogar gesagt, nein, wir nehmen nicht die organisatorischen Teams. Also da, wo man sagt, ja, da ist ein Teamleiter, findet man im SAP, kann man rauswerten, kommt ein Excel raus, dann nehmen wir diese 10 Leute, die einem Teamleiter zugeordnet sind. Die sind zwar auch oft die Wertschöpfungsteams oder in einer klassischen Organisation wahrscheinlich immer potenziell, aber natürlich hat die NBW auch ganz viele agile Teams, Produktteams, Projektteams, also Projektteams, die 3, 4 Jahre zusammenarbeiten. Und dann haben wir sogar den Aufwand gemacht und gesagt, okay, wer ist denn ein echtes Team, also ein Kollaborationsteam? Dann lass uns mit denen die Teamreise machen. Und wir nehmen gerade nicht die Org-Einheitsteams, die vielleicht nie zusammenarbeiten. Also die zwar als, also die sind ja gar keine Teams, also wenn man sich da noch ein bisschen philosophisch die sind eigentlich gerade Gruppen, die zufällig von einem gleichen Teamleiter geführt werden. Was sollen die sich unterhalten? Die arbeiten in ihrer normalen Arbeit gar nicht zusammen. Also brauchen die auch keine Zusammenarbeitsteamreise. Und dann haben wir tatsächlich den Aufwand gemacht und gesagt, ihr könnt euch auch als Projektteams oder als Wertschöpfungsteams, nenne ich das jetzt mal verallgemeinernd, bewerben oder sagen, wir wollen in dieser Gruppierung arbeiten. Und das fand ich auch eigentlich einzigartig. Das war auch eine Menge Koordinationsaufwand, um genau zu sein. Aber natürlich sinnvoll aus unserer Sicht. Deswegen haben wir es auch gemacht. Und ich fände es auch mal so spannend, das ist ein bisschen utopisch, das auch ein bisschen, aber wenn man so eine große Wand hat von Bausteinen, die zu einer Unternehmenstransformation gehören, dann ist das ein wichtiger, dass wir so vorgegangen sind. Ja, da gibt es auch ganz viele Bausteine. Das heißt ja immer, was wird immer sehr vereinfacht, sagt, ja, für die Transformation braucht ihr A, B und C. Ja, hört sich auf dem Flyer super an in der Marketing-Show. Aber du brauchst ja um so ein Unternehmen wie einen Energieerzeuger, der wirklich aus einem sehr statischen Umfeld kam, hin zu einem sehr dynamischen Umfeld. Da brauchst du viele Bausteine. Und da ist das, was wir dort gemacht haben, einer, der hatte eine Vorarbeit, aber der hat hinterher jetzt ganz viel ermöglicht. Also die Zusammenarbeit innerhalb der NBW hat sich komplett verändert in den letzten 4 Jahren. So, weitere Fragen. Wenn es keine aktuellen Fragen gibt, würde ich gerne nochmal auf das Thema LernOS eingehen, weil der Marcel das da am Montag auch nochmal
angetriggert hat und wir jetzt so eine Woche hinter uns haben. Ich kenne nicht alle LernOS, die man so entwickelt hat, aber meistens sind sie ja doch eher auf so einer abstrakten Ebene. Sie erklären, was KI ist, sie erklären also so ja, was Generisches eher. Und wir haben das ja, Simon hat da sicherlich den besseren Überblick, aber ich würde es immer so als Einstieg ganz allgemein in ein bestimmtes Thema geben. So nehme ich die meisten LernOS wahr. Und wir haben das ja mal ein bisschen geändert und wir gehen ja ganz gezielt auf ein ganz bestimmtes Thema in einem ganz eng gesteckten Rahmen. Und deswegen haben wir uns jetzt auch an nichts anderem erstmal bedient, sondern haben das komplett selber entwickelt und versucht so ganz grob die Struktur von dem LernOS auch einzuhalten. Weil ich denke mal, so die Struktur und die Methode, die dahinter steckt, ist ja, genau, ist ein sehr gutes Modell. Und ich finde das tatsächlich sehr spannend. Und ich denke mal, wenn wir auf der Konferenz dann irgendwann ist im Juni, Juli uns dort treffen, dass ich das dann auch gerne mal dort vorstelle und das dort auch mal zur Diskussion stelle, inwieweit man das LernOS-Konzept dafür auch verwenden kann, um ganz gezielt in einem sehr kleinteiligen Bereich bestimmte Themen voranzubringen. Und das finde ich ganz spannend. Und der erste Einblick, den wir jetzt haben nach einer Woche, es ist auch sehr, ja, sehr durchgewachsen. Wir lassen ja sehr viel Freiheit. Wir haben in das, was ich euch gezeigt habe am Montag, die Module haben wir in allen zur Verfügung gestellt. Und es kam bisher relativ wenig konkret zu den Modulen. Also, dass sie die Übung gemacht haben, dass sie die große Übung gemacht haben. Es kamen keine Fragen dazu. Es gibt zwei Teams, die tatsächlich unsere Hauptaufgabe, nämlich in dem Fall eine Agenda für ein Meeting zu machen, umgesetzt haben. Das ist aber alles sehr spärlich. Also auch da werden wir, also ich nicht, ich gehe jetzt in Urlaub, aber der Nils und die anderen daran arbeiten, dass wir tatsächlich noch mehr gucken, inwieweit sie tatsächlich den Lernpfad benutzt haben in ihrer Arbeit oder ob sie, naja, da ist was Nettes durchgelesen und wir machen so weiter wie immer. Auch das gehört zu so einem Thema dazu, ob ich ein so spezifisches Thema, nämlich an einem konkreten Produkt, wie wir das jetzt, oder einem konkreten Produkt, ob man das da überhaupt einsetzen kann oder ob die Kollegen nicht ja, einfach das so machen wie bisher. Wir klicken rum und schauen, was es gibt und gucken, wo es noch ein Video gibt. Und im Moment würde ich mal sagen, es werden sich ein paar angeschaut haben, aber die meisten haben die Lizenz bekommen und auf den Button geklickt und das durchgespielt haben. Bin ich mal sehr gespannt. Wir evaluieren das ja parallel dazu, unser Enabling-Modell mit den ganzen Maßnahmen. Und bin mal gespannt, inwieweit Sie das LernOS tatsächlich als solches auch wahrgenommen haben. Was wir gerade machen, ist, dass wir Sie ganz bewusst in Gruppen gesetzt haben. Wir haben Sie ganz bewusst, lassen wir Sie dort auch austauschen. Sie haben sich alle dort innerhalb des Teams-Chats vorgestellt, in Ihrem jeweiligen. Also das passiert schon. Aber ob Sie das nutzen, um gemeinsam zu lernen, da bin ich mal tatsächlich gespannt. Also ich kann vielleicht ergänzen noch, was so bei uns die Erfahrung bei den anderen LernOS-Leitfäden ist, dass der Ansatz, ähnlich wie bei Tools, build it and they will come, also man stellt es halt irgendwo hin, verschickt den Link, wie bei den Tools auch oft nicht funktioniert und wie bei Online-Hilfen. Ne? Das heißt, wichtig ist so ein bisschen diesen organisationalen Rahmen zu setzen, also so ähnlich wie hat der ein oder andere schon mal früher so Working Out Loud Circle gemacht, da gab es Meetups in den Städten, da hat man sich monatlich getroffen, da gab es eine Einführung, da gab es einmal im Quartal Circle Building Challenge, jetzt gibt es den Peer Finder mittlerweile. Also das sind, glaube ich, alles Dinge, Infrastruktur, die man da außenrum auch bauen muss, ne? Und das ist sozusagen deutlich mehr. Marcel meldet sich schon, wird bestimmt von Learning Circle Experiences was erzählen, die man bauen muss und wo es quasi nicht reicht, einfach nur Inhalt irgendwo in ein Intranet zu stellen. Marcel? Ja, vielleicht ergänzend dazu, weil du auch meinst, die Leitfäden sind relativ generisch gehalten. Das stimmt, weil wir natürlich bewusst darauf achten, dass sie dann in jeglichem Unternehmenskontext auf Fuß fassen und dann verändert werden können. Das ist ja bewusst die CC BY-Lizenz. Kann ich daraus berichten, dass wir damals den Content Curation Circle ausprobiert haben und auch den ePortfolio Circle und haben dann das tatsächlich den Leitfaden in ein OneNote überführt. Und in quasi die Wochenstruktur im OneNote abgebildet und dann konnten die Kollegen und Kolleginnen mit dem OneNote arbeiten, im Team zusammen, in ihren Gruppen. Und da hat es halt insofern ganz gut funktioniert, weil die es halt auf ihren Arbeitskontext dann angewendet und auch wir versucht haben, den Leitfaden noch ein bisschen
spezifischer zu machen, dann unternehmensspezifischer, ne, aus dem Generischen heraus. Ja. Ich glaube, jetzt bei dem KI-Leitfaden könnte es sein, der dann jetzt ja bald kommt, dass wir da auch ja tiefer ins Prompting einsteigen und das Woche für Woche vertiefen, die Methoden des Promptens und so, dass man da auch das ganz gut mit dem ja. Tool, was man halt im Arbeitskontext hat, in seinem jeweiligen Unternehmen dann prima anwenden kann und dadurch es nicht mehr ganz so generisch ist, hoffentlich. Also mir ist da auch dran gelegen, dass man ein bisschen tiefer einsteigen kann, auch mit LernOS, wenn man möchte. Und ich glaube, das wird mit dem KI-Leitfaden funktionieren. Ist so meine Hoffnung. Mal gucken, wir haben ja den Lernpfad zusammen entwickelt im Team und ich könnte mir das gut vorstellen, weil wir es auch bei uns pilotieren wollen. Ja. Genau. Also das, dass ich gesagt habe, generisch war beschreibend, nicht beurteilend. Ja, na klar. Sondern das war so ein bisschen. Aber genau, ich bin mal sehr gespannt, wie da sehr konkret und so wie Simon gesagt hat, Karl, ob das wirklich, ja, ob das nur als Beipack mitverwendet wird oder wirklich als Lernhilfe. Ja. Und was ich inspirierend fand da bei euch auch, gerade als du es am Montag auch vorgestellt hast, ist, dass ihr halt mit diesem LernOS mit der Methode halt rangeht und das dann auf eure Toolwelt anwendet und auch vertieft. Ne? Jetzt in dem Fall ja die Copilot-Trainings. Das finde ich sehr spannend, weil das nochmal eine ganz andere Facette bekommt. Ja. So war LernOS bisher, glaube ich, nicht ganz gedacht, sondern dass man es halt mehr auf die Unternehmensspezifik und den Tool-Einsatz noch mehr ummünzt, oder Simon? Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja, das ist eigentlich ein recht normaler Prozess. Ne? Also ich habe gerade in Chat geschrieben, die Leitfäden sind eigentlich immer Tool-agnostisch geschrieben, weil wir sozusagen aus der Leitfädenperspektive natürlich keine Microsoft-Fanboys oder irgendwie irgendwelche Anbieter pushen wollen. Ne? Ich hatte zum Beispiel GDD gemacht. Da wird einem halt der GDD-Prozess beigebracht und ob man den dann mit iOS-Erinnerungen umsetzt oder Microsoft To-Do bleibt halt bei der jeweiligen Person. Mhm. Oder auch der Podcasting-Leitfaden erklärt halt, wie Podcasting geht, aber welches spezifische Audio-Interface man verwendet, muss man dann selber entscheiden. Und dann ist es natürlich ein ganz normaler Prozess, dass ein Unternehmen, wenn es jetzt die Inhalte einsetzt und sagt, ja, bei uns gibt es aber ein bestimmtes Tool, was wir dafür empfehlen, ja, dass man dann sagt, man schmeißt vielleicht die anderen Kapitel raus und beschreibt dann dieses eine Tool etwas ausführlicher. Und genauso wird es halt auch jetzt mit dem KI-Leitfaden sein, ne? Dass man sagt, wenn GPT verboten ist in der Organisation und alle nehmen Copilot oder alle nehmen normales Sprachmodell, dass man die Übungen und den konkreten Lernpfad schon nehmen kann, aber die Beispiele dann innen drin halt anders ne? Und das Tooling anders ist. Ja. Ja, also genau, so sehen wir das auch. Dass man da das dann entsprechend adaptiert und wir haben es halt jetzt sehr spezifisch für uns gemacht, auch um es kennenzulernen. Für mich steht dann, warum auch LernOS, ich finde dieses vernetzte Lernen, also ich habe während der Corona-Zeit, durch das, was Nils und ich gemacht haben und andere gemacht haben, aber auch durch die vielen Konferenzen, ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt, weil, und das ist halt das Schöne, durch das Video, so wie wir jetzt auch machen, für diese Runde jetzt irgendwo anfahren, für eine Stunde, hätten wir ja nie gemacht. Und ich lerne jetzt, oder ich sehe Leute wieder, ich lerne neue Gesichter kennen, und das finde ich ja was Starkes. Und das ist eigentlich das, warum ich das so vorantreibe bei uns, dass wir noch stärker uns vernetzen, auch beim Lernen. Und da finde ich tatsächlich dahinter die Lerninhalte gar nicht so relevant, weil ehrlich, wir machen hier kein Hexenwerk. Also, wer ein bisschen pfiffig ist, klickt auf den Copilot prompt ein bisschen rum und sagt, wow. Also es ist eigentlich tatsächlich Beiwerk. Für eine ganz neue Software, ganz Neues, muss man da vielleicht ein bisschen anders auch rangehen, weiß ich nicht. Vielleicht so ein Modell, was wir mit Best Work gemacht haben, so einen Workshop aufgeteilt. Also ein Workshop ist nicht Nachmittag oder Tag, sondern ein Workshop ist eine Phase. Da müsste man da vielleicht reingehen. Also es widerspricht sich nicht, sondern es ergänzt sich. Und ich finde, und da sind wir wieder bei dieser großen Tafel, die ich gerade angesprochen habe, mit den vielen Transformationsbausteinen. Ich hoffe mal, dass wir die Art und Weise, wie wir jetzt Copilot bei uns einführen, ein Baustein wird, wie wir in Zukunft an neue Themen rangehen. Also das, was wir mit Best Work gemacht haben und das, was wir jetzt hier mit Copilot machen. Und Nils und ich werden auch, wenn wir das evaluiert haben und die Entscheidung gefallen ist, uns da sicherlich nochmal zusammensetzen und das in ein Präsentationspaket machen und das bei uns intern auch ein bisschen kundtun. Da gibt es eine Nachfrage, ist mir die Woche gerade erst wieder signalisiert worden. Wir werden sehr positiv wahrgenommen in unserem Tun und das natürlich auch dann entsprechend nach außen bringen. Marcel deckt nach. Los!
Vielleicht noch ergänzend, um auch diese Wochenreflexion nochmal zu nutzen heute, nochmal eine Wertschätzung in eure Richtung und auch in die Unternehmen, die das hier anbieten und warum der MOOC so gut ist. Weil er nämlich ganz viel Transparenz erzeugt in dem, was wir sowohl im KI-Umfeld oder anderen Umfeldern auch parallel tun in den Unternehmen. Also man lernt hier viel voneinander und dadurch, dass es auch noch die Aufzeichnung gibt, die habe ich nach intern gestreut. Und dann nutzen wir gerade das Momentum, dass wir halt auch erfahren, ne, wie geht ihr vor, um auch für uns zu checken, passt das so, ne? Können wir das auch so aufziehen, müssen wir es anders denken. Also nochmal riesen Wertschätzung an die Transparenz, die ihr da die Woche gelebt habt und das hilft uns auch enorm viel weiter. Also vielen lieben Dank. Vielen Dank. So, ich sehe im Moment keine Hände mehr. Scheinbar sind alle Fragen beantwortet zur Zufriedenheit. Habt ihr noch irgendwas, Nils, Joachim? Sonst würde ich einen kurzen Blick auf die Challenge nochmal legen. Nils schüttelt den Kopf und Joachim nickt. Ach so, wir haben deine Frage also unterschiedlich interpretiert. Genau. Nein, wir haben nichts mehr. Ja. Genau. Genau. Ich würde hier einmal auf auf den Prompt. Also wir haben ja, schauen wir mal hier rein. Moment, ich gehe nochmal auf die MOOC-Seite. Ihr seht meinen Browser hoffentlich. Genau, wir hatten ja hier sozusagen bei der ENBW-Woche hier oben über dem Montag so eine Challenge der Woche. Für die jetzt wann war der Tim dran? Am Mittwoch nicht dabei waren, da hat der Tim das erklärt. Könnt ihr auch gerne nochmal in die Aufzeichnung schauen, da hat er das ein bisschen ausführlicher gemacht. Quasi die Idee ist für den Corporate Learning Community Promptathon, der am, Moment, den mache ich auch auf, ich poste auch gleich noch die ganzen Links in den Chat, am 24.04. bei der ENBW. Wir müssen mal unser Event hier oben aufräumen, Karl-Heinz. Da muss man hier wahnsinnig viel lesen. Wo ist der Promptathon da? 2 Uhr, ja. Danke. Der ist am 24. April bei SAP in Waldorf und online. Also ist auch hybrid. 65 Leute max vor Ort, 50 online. Und wie wir das in der Dativ-Woche gehört haben, Promptathon ist ja die Idee, dass viele Leute parallel sozusagen prompten und das Prompting üben. Und der Tim, der ist da mit im Orga-Team und der hat quasi eine Challenge formuliert. Schlag die KI, also so ähnlich wie früher bei Wetten, dass die Saalwette, eine Challenge herauszufinden, die KI nicht lösen kann. Ja, also wir müssen als Menschen irgendwie beweisen, dass wir doch noch die menschliche Intelligenz besser ist als die künstliche Intelligenz. Und das hat Tim hier in dem Blog, da steht zwar ich oben, aber nur weil ich es veröffentlicht habe. Also Tim hat den geschrieben, beschrieben. Also das heißt quasi hier so ein bisschen beschrieben, wie das funktioniert. Die Challenge sammeln wir jetzt über den MOOC ein, also habt ihr auch nächste Woche noch Zeit dazu. Die bestbewertetste Challenge quasi kriegt dann auch ein Freiticket für den Promptathon. Wie funktioniert das? Tragt eure Ideen unten in die Kommentare an. An allen MOOC-Seiten hängen ja hier unten Kommentare dran. Das heißt, man sieht hier, die Barbara hat eine Challenge-Idee eingereicht, die Christin 3. Da kann man durchaus noch ein paar vertragen. Dann ist die Idee sozusagen abzustimmen über die Ideen der anderen. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, ne? Bei allen Kommentaren gibt es hier so Daumen hoch, Daumen runter. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr jetzt keine eigene Challenge einreicht, könnt ihr sagen, die gefällt mir besonders gut oder die gefällt mir nicht so gut. Ne? Weil dadurch würde sich so eine natürliche Reihenfolge dann auch ergeben der Challenges. Ich sehe schon, der eine oder andere sucht hier schon parallel. Ich packe euch mal gerade diesen Link, den ich offen habe, in den Chat. Ist da drin. Also das wäre das Nächste. Deadline, da steht zwar jetzt noch Freitag, 8.3., aber ich weiß nicht, der Tim ist ja nicht da und kann nicht widersprechen. Und vielleicht Joachim, Nils, wenn ihr mir nicht widersprecht, dann würde ich das einfach bis nächste Woche 15. verlängern, dass wir dann ein paar Einreichungen mehr bekommen. Ne? Also 15.3., 12 Uhr. Und dann kann man vielleicht in einem kleinen Slot in der Freitagssession kommende Woche drüber sprechen. Also wenn euch da was einfällt, dann ist ja durchaus auch mal spannend, so ein bisschen mit einem eigenen GPT-Account oder Copilot so auszuprobieren. Ne? Wie kriegt man die KI irgendwie in eine Ecke gedrängt, sodass sie nicht mehr antworten kann oder nicht richtig antwortet. Genau.
Ja, dann denke ich, wir danken der ENBW nochmal, gerne mit einem virtuellen Applaus. Super Woche habt ihr gestaltet, hat auch viel Spaß gemacht, mit euch zusammenzuarbeiten. Wenn ihr noch salbungsvolle letzte Worte habt, dann könntet ihr die jetzt loswerden. Falls nicht, oder Joachim setzt ab. Viel Erfolg und ebenso rege Teilnahme für nächste Woche. Genau, und nächste Woche ist auch ein sehr gutes Stichwort. Ich sehe den Ralf schon bei mir unten rechts, bei euch wahrscheinlich woanders. Nächste Woche geht es in die Woche mit der Technikerkrankenkasse und ich könnte mir vorstellen, dass der Ralf uns da auch einen kleinen Teaser gibt, was uns da erwarten wird. Ja, vielen Dank, Simon. Ja. Ich glaube, es steht auch eine spannende Woche vor uns. Wir haben uns in der Personalentwicklung hier im Team Corporate Learning, wo ich dazugehöre, und mit unserem Nachbarteam im Talent Management, das sich um die Führungskräfte bei uns kümmert, mal die Gedanken, oder wollen wir es euch auf den Weg machen, Gedanken zu machen zum Thema arbeitsintegrierten Lernen. Also das, was wir auch tun mit verschiedenen Tools, was auch jetzt vorgestellt worden ist, aber auch nochmal an dem Zusammenhang zu gucken, hey, wie sieht denn das aus? Wie bin ich denn der Führungskräfte wunderbar mit ein? Wie lernt eine Führungskraft beispielsweise? Wie kann eine Führungskraft Vorbild sein? Wir stellen euch da einiges vor, was in unserem Programm da drin ist. Wir haben einmal vor, auch auf das Thema, wie sieht unser Lernökosystem aktuell aus? Wir machen auch sanfte Schritte in Richtung KI beispielsweise, aber wie ist momentan unser Lernökosystem aufgestellt und welche Herausforderungen gilt das für uns zu meistern? Und wo wir auch gern auch so ein bisschen eure Einblicke haben möchten, wie ihr dazu steht. Also wir haben ein paar Fragen gemacht, wir haben ein Conceptboard vorbereitet, wo wir ein bisschen interaktiv auch gut arbeiten können gemeinsam. Und wollen am Donnerstag dann so den Blick vorauswerfen auf die künftigen Kompetenzen, die es so braucht. Wohin muss ich Lernen denn hin entwickeln? Wo stehen wir jetzt und was braucht es künftig? Ja, so um da auch mit euch mal so gucken, was sind auch vielleicht aus eurer Sicht die Hauptherausforderungen? Wir haben so 8 Thesen aufgestellt, ja, wo Entwicklungsfelder sind. Und ich glaube, Thomas hat auch schon unseren Plan in unserem Blogpost veröffentlicht. Das heißt, da ist auch das Conceptboard drin. Geht gern schon mal drauf, stöbert mal durch. Es ist alles offen, da ist nichts zugedeckt, sondern guckt da mal gern auch rein, wenn ihr wollt. Und wir starten am Montag mit dem Einblick erstmal so grob, wo kommen wir hin, wo kommen wir her, wo geht's hin, was sind unsere Herausforderungen gerade, wo wir jetzt ins Programm reingehen. Und dann geht es so von Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in die einzelnen Themenbereiche rein. Und und wie gesagt, wir sind super dran auch interessiert, von uns was zu zeigen, was wir gerade tun, aber auch mal zu gucken, was ihr darüber denkt und was ihr für Ideen habt, wie man etwas umsetzen kann. Das so vielleicht ganz kurz, um ohne zu viel zu verraten, schon für nächste Woche die Spannung ein bisschen hochzuhalten, so auf unserer Seite. Wir freuen uns sehr und meine Kollegen und Kolleginnen, die da mit dabei sind, die sind auch schon ganz gespannt darauf, euch die Dinge vorzustellen. Gerade auch das Thema, unser Thema wie Lead oder wie wir mit Führung quasi, wie Führungskräfte bei uns lernen beispielsweise. Also wie Ralf schon gesagt hat. Ja. Also. Ja, gern, Thomas. Ja, super. Sehr gerne. Ich wollte noch mal darauf hinweisen. Ich habe euch den Link zu dem Blogpost auf colon.de hier schon in den Chat gelegt. Ne? Und wir machen es so wie bisher auch. Das heißt, ihr habt einen Teams-Link für alle Sessions. Ralf, vielen Dank auch für eure super Vorarbeit bis hierhin. Ihr habt echt viel Energie reingesteckt und habt auch Daily-Ins geplant, ne, zu verschiedenen Teilthemen, wie du eben schon dargelegt hast. Und alle sind herzlich eingeladen. Gebt das auch gerne weiter. Auf LinkedIn laden wir auch noch mal ein. Teilen. Genau. Und ich sehe, falls sich jemand irgendwie die 13 Uhr Termine durch die Woche geblockt habt, ihr habt Montag und Freitag einen 13 bis 14 Uhr Termin und genau. Dann Dienstag bis Donnerstag früh eine halbe Stunde, 8.30 Uhr genau. Beziehungsweise 9.30 Uhr am Dienstag. Genau, das ist vielleicht neu, das ist gut, dass du sagst. Ja, wir müssen ein bisschen gucken, wir haben nächste Woche, ihr seht da mal im Hintergrund, ich bin im Schulungsmäßig unterwegs, wir haben in der Lüneburger Heide haben wir ein Schulungszentrum, da bin ich gerade und da bin ich auch nächste Woche auch 2 Tage, von da war mal eine Tagung, haben eine PE-Tagung, darum muss man es ein bisschen vorverlegen, dass wir auch einen guten Day-In haben können an der Stelle und haben das auch, wollen es komprimiert machen gerne, aber auch das Thema Asynchron haben wir es, glaube ich, diese Woche auch gerade von der NBW ja gut gehört, zu sagen, hey, da gibt es einen Impuls, das wird aufgezeichnet
Und da kann man auch den ganzen Tag mal drauf gehen und mal ausprobieren. Und ich glaube, da testen wir schon ein bisschen auch, was vielleicht jetzt in dieser Woche im MOOC dabei war. Ja. Sehr gut. Danke dir, Ralf und Thomas natürlich auch als Unternehmenspate. Dann hätte ich gesagt, falls nicht noch jemand irgendeinen Punkt hat, Karl-Heinz, du hast auch nichts mehr, oder? Dann können wir 13 Minuten früher aufhören. Da habt ihr noch genug Zeit, euch eine schöne Challenge zu überlegen für den Prompt-Hackathon.